Wir stehen hier mit Wolfgang Averbeck, Bestatter in Münster, seit 45 Jahren in fünfter Generation. Und Herr Averbeck, was ist für Sie das Prägendste der momentanen Zeit bei so viel Berufserfahrung als Bestatter? Was würden Sie sagen, ist gerade besonders in der Corona-Pandemie? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, darf ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, dass wir die Hilfestellung leisten, jetzt in der besonderen Situation, in der besonderen Lage im Moment zu erklären, was darf ich tun, was geht und was darf ich nicht tun. Denn ich sage es gerne immer wieder, alles, was wir im Fernsehen und im Radio sehen und hören, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir eben wissen, welcher Friedhof oder wo die Beerdigung ist oder wo die Trauerfeier ist, was darf sein und was darf nicht sein. Und das muss man natürlich hier in einem ordentlichen Gespräch durchführen und erklären, was dann wirklich geht und nicht geht. Und da muss man fairerweise sagen, sind die Angehörigen im Sterbefall auch sehr einsichtig, um dieses dann zu unterstützen. Nun, sagte ich schon, Sie sitzen hier mit Ihrem Institut in Münster. Gibt es Besonderheiten in Münster, von denen Sie berichten können in dem Fall oder? Ja, das möchte ich sogar sehr gerne. Bis zum 31.12. war ich noch Vorsitzender vom Stadtverband der Bestattungsunternehmer in Münster. Und das möchte ich gerne sehr hervorheben. Das ist ein Zusammenschluss von Kolleginnen und Kollegen hier in Münster, um dann etwas bewirken zu können, was man selber alleine vielleicht nicht könnte. Und dieser Zusammenschluss ist sehr wichtig, weil den gibt es wirklich nicht in jeder Stadt. Also hier ist jede Kollegin oder Kollege sofort hilfsbereit, wenn etwas sein sollte, mit einzuspringen oder wenn es irgendwo brennen sollte, mitzuhelfen. Das gibt es wirklich nur ganz, ganz in ganz, ganz wenigen Städten in Deutschland.